Du hast die neue Version von OBS Studio 28 installiert und möchtest sie jetzt mit einem Stream Deck zusammen verwenden. Jetzt hast du eine Funktion auf Stream Deck gelegt, wie hier beispielsweise Aufnahme starten, und es kommt eine Fehlermeldung auf dem Stream Deck und unter Umständen auch so eine Fehlermeldung hier auf eurem Bildschirm. Was könnt ihr dagegen machen? Oder funktioniert das Stream Deck Plugin jetzt einfach nicht mehr bei der neuen Funktion? Nein, es gibt dafür eine ganz, ganz einfache und simple Lösung, und ich möchte euch heute zeigen, wie ihr das Problem ganz schnell und einfach lösen könnt. Also, ihr müsst auf den ersten Link in der Videobeschreibung drücken, welcher euch auf diese Elgato-Webseite bringen wird, wo ihr die relevanten Plugin-Erneuerungen runterladen könnt, damit das Ganze wieder funktionieren sollte. Also, hier klickt ihr erstmal auf den entsprechenden Download-Link für euer Betriebssystem, in meinem Fall macOS. Und das downloadet, das braucht nur eine Sekunde, und da haben wir es schon. Klicken da einmal drauf, gehen hier einmal schnell den Installer durch, erlauben, fortfahren, Festplatte auswählen, installieren, einmal schnell das Passwort eingeben. Genau, und dann hat das Ganze schon installiert, ist keine sehr große Datei, ist schon fertig, können wir hier in den Papierkorb legen. Und hier müssen wir dann noch einmal etwas weiter runterscrollen auf der gleichen Webseite und das Plugin jetzt auch nochmal herunterladen, beziehungsweise ein anderes Plugin. Dauert auch nicht lange, hier einmal auf Installieren klicken und da haben wir es auch schon. So, jetzt schauen wir einmal rein, ob das Ganze funktioniert. Hier haben wir das Fenster vom Stream Deck. Ich ziehe es einmal auf eine neue Seite und wir legen jetzt hier beispielsweise mal kurz drauf von OBS Studio die Szenen und machen jetzt hier beispielsweise mal einen Szenenwechsel, gehen auf Szene 1. So, und wenn wir jetzt einmal in OBS Studio schauen und ich hier drauf klicke, sehen wir, es passiert nichts, und das liegt daran, dass ich OBS noch nicht neu gestartet habe und die Stream Deck Software auch noch nicht neu gestartet habe. Das heißt, ihr klickt jetzt einmal auf Schließen bei OBS und genauso bei der Stream Deck Software, und dann öffnen wir das erneut. Ich mache das jetzt auch mal schnell. Schauen wir einmal, ob das jetzt funktioniert, nachdem ich das jetzt eben neu gestartet habe. Achtung! So, und jetzt sollte das eigentlich problemlos funktionieren. Ich hoffe, bei euch hat das auch funktioniert. Wie gesagt, ich kann euch leider nichts versprechen. Das liegt daran, dass OBS Studio 28 jetzt sehr neu ist und da können auch noch einige Probleme mit den entsprechenden Plugins und so weiter auftauchen. Allerdings hoffe ich, dass das in den meisten Fällen geholfen hat. Falls es nicht geholfen hat, dann tut es mir leid. Dann versucht das vielleicht nochmal erneut zu öffnen und zu starten. Und es sollten auch die nächsten Tage, könnt ihr immer mal wieder suchen, hier oben nach Updates suchen. Da kommen alle paar Tage mal wieder neue Updates dazu, mit eben solchen Hotfixes und so weiter. Ansonsten hoffe ich, ich konnte euch mit diesem Video hier helfen. Lasst gerne ein Abo da und gebt diesem Video ein Like, wenn es euch geholfen hat. Schreibt auch gerne in den Kommentar, ob es euch geholfen hat. Falls nicht, helfe ich euch da auch nochmal weiter. Vielleicht gibt es da auch schon neue Entwicklungen dann. Ansonsten könnt ihr gerne auch nochmal auf eins dieser beiden OBS-Tutorials hier links und rechts klicken. Und ich würde sagen, sonst war es das mit diesem Video. Ein kürzeres Tutorial mal. Bis dahin und tschüss.